Hi und willkommen zu diesem Video. Ich bin jetzt auch wieder da und ich muss sagen, England ist ein schönes Land. Allerdings ist mir aufgefallen, ich würde nicht leben wollen, weil die Schere zwischen Arm und Reich ziemlich weit auseinander liegt und Kriminalitätsrate in London liegt bei 32% und Deutschland ist auf Platz 9. Das merkt man ja, wenn man dort ist, dass dort halt andere Menschen rumlaufen wie hier und es ist halt irgendwie so ein Schein dort. Mir ist in der Innenstadt ziemlich aufgefallen, dass Reich und Arm sehr weit auseinander liegen und dort ist alles so glamourös und schön und toll und wenn man sich dann 15 Minuten in den Bus setzt und dann kommt man da in ganz andere Gebiete rein, die man als Tourist eigentlich gar nicht sieht und ich denke, da kommt die Kriminalstatistik hauptsächlich her. Da kann man schon ziemlich Angst haben, wenn man da durchläuft. Besonders wenn ich dann jetzt so im Nachhinein die Kriminalstatistik von 32% sehe. Weltweit, also es ist die gefährlichste bzw. kriminellste Stadt, Metropole auf der Welt. Und Großbritannien ist auf Platz 2 der gefährlichsten EU-Staaten. Also von daher ist es wieder was anderes. Berlin ist mit einer Kriminalität von 19% ziemlich weit hin, geht es ja noch ziemlich. Aber es ist halt einfach erschreckend zu sehen, dass wenn man sich eine Stunde 15 Minuten in Flugzeug setzt, direkt bei sowas rauskommt. Und hier in Deutschland sind alle Menschen so offen und dort ist irgendwie alles verschlossen und da redet niemand mit irgendjemandem. Wenn man sich bei uns in Zug oder Bus setzt, dann reden alle miteinander und sind alle voll glücklich und sonst was. Und da sitzen sie alle am Handy und sagen nichts und schweigen und das ist irgendwie was, was mir nicht so gut gefällt. Und ja, wie gesagt, mit der Kriminalität ist aber jetzt auch nicht so, dass man überhaupt gar nicht rausgehen kann. Also von daher, ja, in den nächsten paar Wochen werden wieder ganz normale Videos kommen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Bin gut angekommen. Also haut rein und bis zum nächsten Mal.